Monovolltank ist eine Anlage, die dazu geplant wurde, den Maischekuchen auf weiche und langsame Art zu massieren, mit vorprogrammierbaren Intervallen. Praktisch spiegelt sie das alte System des Handwalkens, das in vergangenen Zeiten verwendet wurde, wider. Es handelt sich um einen Behälter, ideal für eine Masse von 30 bis 300 Hektoliter, der es schafft, dank einer beweglichen Schaufel, die mehrmals in den Hut eintaucht, in homogener und einfacher Weise zu arbeiten. Die Schaufel, ein von Albrigi patentiertes System, senkt sich auf den Maischekuchen und schneidet ihn, ohne die Weintrauben zu zermahlen und ohne bei ihrer langsamen Aufwärtsbewegung Bahnen zu schaffen, wo der Most an die Oberfläche treten kann. 10 bis 15 Pressungen in ebenso vielen Stunden sind ideal, damit die Maische in kleinen Scheiben nach unten gedrückt wird und dann langsam wieder nach oben gleiten kann, um über den Most an die Oberfläche zu treten. Wenn die Schaufel die Maische unter den Most drückt, erfolgt eine langsame, doch genaue Rotation des gesamten Maischekuchens. Es handelt sich um ein System, das auf schon bestehende Behälter angewendet werden kann und das von einem kleinen elektrischen Schaltkasten gesteuert wird, der zeitregulierte Impulse schickt. Es funktioniert autonom mit einem unabhängigen pneumatischen System, das wenig verbraucht und sehr schallgedämpft ist. Dieses Wankensystem ist auch eines der saubersten, da die Schaufel bei ihrer Aufwärtsbewegung starr und sauber bleibt, ohne jene Maischenreste, die zur Verunreinigung führen. Auch ist es nach Ende der Weinlese einfach abzubauen, um gelagert und im darauffolgenden Jahr wiederverwendet zu werden. Praktisch ist es das einfachste System, um sich an einen schon bestehenden Behälter anzupassen, ohne große Mechanismen oder Anlagen anbringen zu müssen.